Und damit willkommen zu einem Video von Taiko no Tatsujin Drum & Fun für die Nintendo Switch. Aufgrund des übergroßen Nackens von Kevin, darf ich euch ein wenig Taiko no Tatsujin zeigen. Und wer nicht weiß, was das für ein Spiel ist, es ist ein Rhythmusspiel, ziemlich asiatisch angehaucht. Man erkennt es hier und da schon und einige Yokai-Fans sehen auch hier schon, dass heute mehr Yokai Watch mit dabei ist, als man denken möge, denn es gibt Nintendo-Charaktere wie den Squid oder Kirby, es gibt aber auch Donchan. Und einige, die jetzt sicherlich aufschreien werden, werden sagen, das ist doch Donchan aus Yokai Watch, ja moin! So sieht's aus. Donchan ist zwar vor der Yokai Watch Serie schon im Rampenlicht gewesen, man kannte ihn schon vorher, aber er kam halt auch in Yokai Watch rein und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ihn als Charakter zu nehmen und mit ihm zusammen werden wir jetzt Yokai Watch Exercise Number 1 spielen und zwar in sämtlichen Schwierigkeitsstufen. Und wenn ihr darauf gehypt seid, Brudingos, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yokai Watch und so weiter sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Yokai Exercise Number 1. Hier geht es einfach nur darum, dass man, naja, im richtigen Moment die richtigen Aktionen ausführt. Dazu sei gesagt, dass Kevin eine Bongo-Trommel dazu gekauft hat. Und zwar gibt es nämlich von Taiko no Tatsujin, ich glaube, zwei Versionen. Es gibt einmal die normale Boxed Retail-Version und es gibt eine Special Edition mit einer richtig großen Trommel, die habt ihr gerade eben ja gesehen, im kleinen Video hoffentlich. Und ja genau, mit der kann man halt eben alternativ auch spielen. Die ist auch quasi als Controller zugelassen. Und du könntest quasi, wenn du lustig bist, diesen Controller oder dieses Drumset, diese Trommel für andere Spiele benutzen. Ich weiß nicht, ob man es schaffen kann, mit dieser Trommel Mario Odyssey zu spielen oder Mario Kart 8 oder so, oder Fortnite, aber man kann mit der Trommel auf jeden Fall auch außerhalb von Taiko no Tatsujin Drum & Fun spielen. Also, ja, das ist so das Ding. Und ich habe mich an diese Trommel probiert und muss sagen, ja, mit ihr macht es schon Spaß. Man kann alternativ zwar auch mit den Joy-Cons spielen, aber ich habe mich dafür, ja, die Bongo-Trommel entschieden, weil es mit ihr schon relativ cool ist und cooler und deswegen dachte ich mir, komm, zockst das Ganze mit der. Auch wenn ich hier und da so ein bisschen das Gefühl hatte, dass meine Schläge nicht ganz korrekt angenommen worden sind. Das ist so das Ding. Aber ihr seht hier, hat das ja ganz gut geklappt. Wenn man so möchte, Rang S bekommen mit Donchan Brutz. Und halt auch punktemäßig alles rasiert, ne? Wunderbare Angelegenheit. Das war soweit leicht und ihr habt gesehen, man hatte keine Schwierigkeiten. Es wurde schon sehr einfach gemacht. Jetzt kommen wir zum Normalschwierigkeitsgrad und da fängt es schon so ein bisschen an, schwieriger zu werden. Es gibt hier halt folgende Aktionen. Es gibt ja die roten Punkte in groß, die ihr sehen könnt, die blauen Punkte in groß und es gibt halt von beiden Farben nochmal eine kleinere Version. Hier zum Beispiel. Hat halt folgende Bedeutung. Ihr seht das auch hier schon quasi links, also unter Donchan auf der rechten Seite, im Punktescreen, wenn ihr euch die Bongo-Trommel anschaut. Dort wird halt die Haptik gemessen, die ihr gerade macht, wie man auch gerade sehen kann. Bei den roten Punkten ist das so, da musst du quasi nur auf die linke oder rechte Hälfte draufkloppen, der Bongo-Trommel. Beim blauen Punkt ist das so, da musst du quasi an die Außenseite der Bongo-Trommel hauen. Und die großen Punkte bedeuten halt quasi, dass du halt eben das gleiche machen musst, wie auch schon bei den anderen Farben zuvor, nur halt doppelt. Das heißt halt, beim großen Kreis schlägst du mit beiden Sticks drauf. Halt diese Stöcke, die du halt auf diese Trommel haust. Mir fällt der Fachbegriff gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall kannst du halt diese dazu verwenden. Und das ist so das Ding. Ja. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Bei der großen Bongo-Trommel oder beim großen Kreis haust du quasi beide Stöcke drauf. Mitten auf die Bongo-Trommel. Beim kleinen halt nur auf eine der beiden Seiten. In der Trommel sind halt, naja, Sensoren drin, die erkennen, dass du jetzt gerade links zugeschlagen hast oder rechts.
Und dann gibt es halt nochmal so die Außenseite der Trommel. Und die hat halt für die blauen Punkte eine Bedeutung. Du schlägst quasi beim kleinen blauen Kreis auf eine Seite des Außenbereichs der Trommel. Und bei dem großen blauen Kreis haust du quasi dann mit den, ja, beiden Stöcken auf die Außenseite drauf. Und wenn man das gut timet, dann sieht das ungefähr so aus. Oder auch eben nicht, weil jetzt seht ihr schon, auf schwer geht das schon ziemlich ab. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob die Trommel bei mir jetzt richtig funktioniert hat. Vielleicht habe ich sie falsch bedient, keine Ahnung. Aber ich habe halt die Aktion so gemacht, wie sie halt sein müssen. Und es wurde manchmal halt nicht gezählt, da war das Timing zu schlecht. Und ja, es gibt hier und da aber auch noch diese Aktion, wie hier zum Beispiel, dass du einen Ballon aufblasen musst. Es gibt auch noch Bonuspunkte und so. Und je nachdem, wie gut man ist, hat man halt unten auch Fans beim Bildschirm, die quasi aufschreien und so. Hier auch übrigens eine weitere Aktion. Es gibt natürlich mehr als vier Aktionsfelder. Es gibt halt blau klein, rot klein, blau groß, rot groß. Dann halt noch gelb mit dem Ballon. Und ja, diese gelben Aktionstasten haben halt so die Bedeutung, dass du halt quasi mit abwechselnden Schlägen auf die Trommel drauf haust. Und so ergibt sich dann eine Punktzahl, wie man sie auch gerade da unten sehen kann. Oder da oben besser gesagt. Und man war ich schlecht. Das ist nicht normal gewesen. Aber ihr seht auch schon so auf schwer, wenn es schon auf schwer so unfassbar kacke aussah, wie soll das Ganze dann auf extra schwer aussehen? Oder wie auch immer der Schwierigkeitsgrad heißt. Das werden wir gleich sehen. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht dieses Gefühl, dass ich jemals in diesem Spiel übertrieben gut werden kann. Genau, also so auf extrem. Da müsst ihr euch jetzt mal angucken, was da für krasse Aufgaben kommen, so, oder was da für ein Timing erfordert wird. So, nichts gegen Japaner oder so, ich will jetzt kein Klischee bedienen oder so, aber ich glaube, das hier, der Extremmodus, ist nur für die Japaner gedacht. Weil, das ist doch, ihr seht es ja hier, du musst so abwechselnd draufschlagen, das schaffst du doch gar nicht. So, da habe ich doch gar nicht den Kopf für. Klar ist das irgendwo auch ein Auswendiglernen. Das haben halt Rhythmusspieler an sich. Das ist ja nichts random oder so, sondern in jeder Runde sieht das nämlich genauso aus. Von extrem zum Beispiel, dass diese ganzen Aktionen genauso auszuführen sind. Daher ist es halt ein Auswendiglernen, aber ich zum Beispiel, ich würde es nicht schaffen, das hinzubekommen. Real Talk. Überhaupt nicht. Garantiert nicht, also wow. Nun denn, das ist es halt, ne? Das ist halt mehr oder weniger Taiko no Tatsujin Drum and Fun. Und ich wollte euch hier heute die Yo-Kai Watch Exercise Number 1 Musikstück Aufgabe zeigen. Ja, in sämtlichen Schwierigkeitsstufen. Auch wenn ich bei leicht jetzt auch nicht so krass geglänzt habe und so, aber ich bin mir auch unsicher, ob ich es mit den Joy-Cons geschafft hätte, besser abzupunkten. Weil bei den Joy-Cons ist es so, du drückst keine Tasten, sondern du bewegst halt auch die Joy-Cons und da gibt es halt auch eine Bewegungssteuerung. Und es gibt halt mehrere Bewegungssteuerungsmöglichkeiten, wie du halt eben die quasi den roten Schlag machen kannst, den blauen Schlag machen kannst. Nur da würde ich wahrscheinlich auch irgendwann so aus dem Gleichgewicht und so aus der Form kommen, dass, oder so. Man kommt halt da wahrscheinlich so schnell raus, gerade wenn da tausende Punkte auftauchen und muss alles perfekt getimed haben und das kriege ich nicht hin. So, das ist in meinem Ermessen eher so ein Spiel für die Japaner, weil die in sowas echt krass sind. Was jetzt nicht rassistisch oder so sein soll, sondern eher so klischee-mäßig, so man kennt das doch so. Ich meine, das Spiel kommt ja auch ursprünglich aus Japan und ich meine, anhand des Logos und des Intros und des Spielnamens, ich glaube, das ist auch ganz ersichtlich, glaube ich. Das sollte, glaube ich, klar verständlich sein. Und damit wäre das Video auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Brodingos, wenn es euch gefällt, dieses Spiel, könnt ihr es ja käuflich erwerben. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ich wollte euch nur ganz kurz innerhalb von 10 Minuten das Spiel gezeigt haben wollen. Taiko no Tatsujin Drum and Fun ist ein cooles Spiel für zwischendurch
und ich wollte euch hier die Yo-Kai Watch, ja, Exercise One aus T zeigen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und bye! Ja.